des Welthandels zerstört. Fotografierst du endlich? Doch auch die vermeintlichen Sieger zertragen an der ungerechten Verteilung der angehäuften Reichtümer. Spannend, aber sicherlich auch grausam wäre es zu wissen, wie diese Hochphase der menschlichen Zivilisation endete. Werden künftige Naturforscher, die vielleicht überlegt haben, der hemmungslosen Ausbeutung der lebensnotwendigen Güter wie sauberes Wasser oder reine Luft den Untergang zuschreiben? Wer mag Sticker? Werden Sie feststellen, dass die Erwärmung der Atmosphäre, die Unfruchtbarkeit der Ackerböden und die Plünderung der Meere große Teile der Menschheit dahinraffte? Werden kommende Generationen von einem finalen Krieg erzählen, der mit Atomwaffen geführt wurde, im Irrglauben, die damit angehäuften Reichtümer vor der Vernichtung zu bewahren? Oder wird von einem schrittweisen Niedergang die Rede sein, in dessen Verlauf immer mehr Regionen in Bürgerkriegen versanken, in denen sich Banden und Paramilitärs, Drogenkartelle und Mafia oder fundamentalistische Gotteskrieger wie die Terrormilitärs der IS bekriegen? Dies dürften die wahrscheinlichsten Szenarien sein, in denen ein großartiges, aber größenwahnsinniges Kapitel Menschheitsgeschichte zu Ende geht. Wir alle nehmen die Verschärfung der Widersprüche wahr, ob bei den unlösbaren Umweltproblemen, einem Welthandel, der immer mehr Menschen in die Armut treibt, zunehmende Gewalt oder der Bedrohung durch Krankheiten und der Ausbreitung von Seuchen. Wir spüren die Ausweglosigkeit. Wir fühlen, dass die Suche nach einem Superstar, die Beobachtung von Menschen in einem Container oder die endlosen Talkrunden nur unsere Angst vor der Zukunft vernebeln sollen. Doch all diesen endzeitlichen Krisensymptomen zum Trotz finden sich kaum Menschen, die über einen Weg aus der zerstörerischen Spirale nachdenken.